Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Volker Thieler, den Tipp mit dem Aufstellen des Elementes hier, des Mauerelementes, konnte ich geben, weil ich als langjähriger Vorsitzender, Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen in Brandenburg auch mal einen Stein habe aufstellen lassen zum Angedenken an die bei Flucht und Vertreibung Verstorbenen. Und ich kann nur sagen, das ist also kein bayerisches Kolorit, das ist scheinbar in ganz Deutschland schwierig, Gedenksteine aufzustellen. Auch wir mussten also erhebliche Anstrengungen machen, bis wir diesen Stein dann platzieren konnten. Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Jahr zwei Jubiläen, die unsere Geschichte wesentlich beeinflusst haben. 1945 und 1990. 1945 hat sich für uns Deutsche eine erhebliche Veränderung ergeben. Deutschland wurde im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges geteilt in einen westlichen und einen östlichen Teil, in eine von der Sowjetunion bestimmte Zone und eine von den, oder und nicht eine, sondern und von den Westmächten bestimmte Zonen, die also auch demgemäß einen völlig unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen weiteren Entwicklungsverlauf genommen haben. Wer in der DDR war, der war dort, weil er dort war, weil er dort geboren ist, weil er dort auf irgendeine Weise hingekommen ist. Und nur diejenigen, die sich bewusst entschieden haben, entweder die DDR zu verlassen in Richtung Westen oder auch die, es ja auch gab, die also wie zum Beispiel Wolf Biermann, der Liedersänger, oder auch wie Familie Merkel, also die Eltern von Frau Merkel, die sich dann entschieden hatten, aus dem Westen in die DDR zu kommen. Ich sage das deswegen, weil es eben so war. Es standen keine politischen Überzeugungen dahinter. Die Menschen haben von diesem Tag X an ihren vorgezeichneten, von der Geschichte vorgezeichneten Entwicklungsweg gehabt. Die DDR hatte, ich glaube, das ist ziemlich unstreitig, den sehr viel schwereren Start. Objektiv bedingt dadurch, dass die DDR ein Land ohne Bodenschätze, ohne wesentliche Bodenschätze war. Das Einzige, was nennenswert war und ist, das ist Uran. Und das haben sich also sofort die Russen geholt. Und was es noch in der DDR nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges gegeben hat, das wurde im Wesentlichen demontiert und fortgeschleppt. Es war also ein sehr steiniger Weg, ein sehr steiniger Beginn. Aber das größte Problem war aus meiner Sicht nicht einmal das, sondern das größte Problem war die Einbindung der DDR, also vormals der sowjetischen Besatzungszone, in das östliche Bündnis, in das östliche wirtschafts- und militärische Bündnis. Bis nach der Wende war es noch so, dass der sowjetische Botschafter in Berlin die Regierenden bei sich antreten ließ. Wenn es was gab, dann hatten die in die sowjetische Botschaft zu kommen und dort wurde dann präkass geredet, was sein darf und was nicht sein darf. Und ich erinnere mich an eine Szene mit Lothar de Maizière, als dann auch der Botschafter ihn in die Botschaft bestellt hatte und Herr de Maizière zurückbestellen ließ, wenn der sowjetische Botschafter ihn sprechen möchte, dann mag er doch bitte in den Ministerrat kommen. Das war sicherlich ein Schock für den damaligen sowjetischen Botschafter. Um vielleicht mal eine Anekdote zu sagen, der langjährige Botschafter der Sowjetunion in der DDR, Abrasimov, ich glaube, den Wort werden viele Ältere kennen, Abrasimov, der hatte quasi den Spitznamen regierender Botschafter in der DDR. Und als Abrasimov dann nach Hause ging, als seine Zeit als Botschafter vorbei war, bekam er von Honecker eine Datsche in der Nähe von Moskau geschenkt. Also die wurde dann von der DDR für ihn dort gebaut, möbliert, ausgerüstet. Und als dann Armaturen in dieser Botschaft, in dieser Datsche kaputt gegangen sind, da rief Abrasimov in Berlin an und es mussten aus Berlin dann also Handwerker hin und mussten dann diese Armaturen ersetzen. Soweit so gut. Aber die Telefongebühren für diese Gespräche nach Berlin, die ließ er sich dann noch vom
DDR-Botschafter in Moskau erstatten. Also da sieht man den Stellenwert, den die DDR für die Russen hatte und wie sich die DDR letztlich auch klein gemacht hat. Das muss man sagen, klein gemacht hat vor den Russen. Meine Damen und Herren, der Weg aus der sowjetischen Besatzungszone in die DDR war, wie gesagt, vorgegeben durch das Bündnis, in dem die DDR dann sehr schnell eingefangen war. Sicherlich haben die SED-Genossen, und wenn man von DDR redet, muss man immer von SED reden. Der Staat war ein Instrument der SED, die Staatssicherheit war Schild und Schwert der SED, also es war die SED. Und dass die Kommunisten, die ja in der SED, obwohl es ja eine Partei war aus KPD und SPD, dass die das Sagen hatten, das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt. Dazu braucht man sich nicht weiter einlassen. Es gab einen schüchternen Versuch von Anton Ackermann in den 50er Jahren, einen eigenen Weg zum Sozialismus vorzuschlagen. Das hat dann auch dazu geführt, dass er alsbald aus der Führungsriege verbannt worden ist. Der Sowjetunion lag viel daran, die DDR zu erhalten, einmal aus wirtschaftlichen Gründen. Die DDR war der wesentliche Außenhandelspartner, weil bei uns eben Maschinenbau und ich sag mal eine technische Intelligenz vorhanden war, die die Russen brauchten, aber natürlich auch als militärisches Bollwerk wollte man natürlich seine Grenze in den Westen möglichst weit nach vorne geschoben haben. Es gab nur einmal vor Gorbatschow den Gedanken, die DDR loszuwerden. Und das war 1953, Lavrenti Beria, das war der KGB-Chef und stellvertretende Ministerratsvorsitzende der UdSSR. Der wollte die DDR für 10 Milliarden Dollar verkaufen. Und das war also eine durchaus ernsthafte Sache. Herrnstadt ist vielleicht manchen ein Begriff. Rudolf Herrnstadt, der hatte damals den Hohen Kommissar um eine Frist von 14 Tagen gebeten für die Veröffentlichung eines SED-Dokuments. Und da sagte denn der Hohe Kommissar, ich weiß nicht, ob Sie in 14 Tagen noch einen Staat haben. Also es war sehr ernsthaft, aber im Zusammenhang mit der Nachfolge Stalins wurde dann Beria kurze Zeit später erschossen. Also das ging bei den Russen alles sehr gründlich. Ob ein anderer Weg zum Sozialismus, wie von Ackermann vorgeschlagen und wie das immer wieder so in Rede kam, ob ein solcher andere Weg von Erfolg gekrönt wäre, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es personenunabhängig ein untauglicher Versuch der Gestaltung einer Gesellschaft war. Die SED hatte versucht, Deutschland, also Ostdeutschland, umzukrempeln. Es sollte eine sozialistische Persönlichkeit entstehen, und zwar aus der Arbeiterklasse und aus der Bauernschaft. Wobei Bauernschaft, muss man eher, es war eher die Landarbeiterschaft. Und der Prolet wurde zum Idol der Gesellschaft erklärt. Wir haben das in der Kunst sehr viel gehabt, im Film und Fernsehen. Dem etwas morbiden, schwächlichen Intellektuellen wurde der kraftvolle, strahlende Proletarier entgegengestellt. Also es hatte aus heutiger Sicht rückblickend fast etwas Nationalsozialistisches, dieser strahlende, neue Typ, kräftig von Gestalt, ja, und eher in seiner Überzeugung. Das führte natürlich zu einem Verprellen der alten Intelligenz und zu einem massenhaften Exodus. Dieser massenhafte Exodus, der wurde ergänzt durch den Exodus von Bauern. Ja, wir haben ja 1945 eine Bodenreform durchgeführt in der DDR. Sicherlich, es war ein SMAD-Befehl, also kam von den Russen. Und alle Wirtschaften über 100 Hektar wurden samt Gebäuden und Geräten entschädigungslos enteignet. Ja, natürlich haben die Betroffenen dann in aller Regel die Koffer gepackt und sind in den Westen abgewandert.
Die Bodenreform selber war sicherlich für viele Menschen nachvollziehbar und, ja, ich glaube auch gewollt. Die DDR insgesamt, die SBZ, verlor dadurch wichtige Fachleute, wichtiges Wissen in der Landwirtschaft. Es fehlte plötzlich, sie waren nicht mehr da. Und die neuen Wirtschaften, die entstanden sind, die hatten in aller Regel eine Arbeitsfläche von 8 Hektar. Ja, 8 Hektar Bauernwirtschaften waren erstmal, wenn man bedenkt, dass das Land vollgestopft war mit Flüchtlingen, dass alles am Boden lag, war das erstmal ein nachvollziehbarer Schritt. Aber perspektivisch konnten sich diese Bauernwirtschaften natürlich nicht halten, zumal in Teilen der DDR, insbesondere in der Mark Brandenburg und in Mecklenburg, es sehr schlechte Böden gibt, die auch bedingt, dass es damals diese Großbauernwirtschaften gab, weil kleine konnten nicht existieren. Was hat die DDR gemacht? Sie hat 1952 angefangen mit der Kollektivierung. Wirtschaftlich durchaus nachvollziehbar, menschlich eine Katastrophe. Ja, die Neubauern, die ja vielfach aus dem Osten, aus den Vertreibungsgebieten kamen, die also gerade Fuß gefasst haben mit ihren Wirtschaften, aber auch die anderen Kleinbauern, die nicht enteignet worden waren, die hingen an ihrer Scholle, ist doch selbstverständlich. Und dann kam mit aller Gewalt und aller Brachialität dieses Hineinbringen der Menschen in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die LPGen. Das wurde durch Druck gemacht, die wurden beschallt, da kamen Brigaden, die dann mit denen eingeredet haben, das ist vielleicht ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Es wurde einfach den Leuten so lange gedroht, ihnen wurden Düngemittel entzogen, ihr wurde Saatgut entzogen, einige wurden verhaftet, wurden angeklagt, wurden verurteilt. Das Ergebnis war ein weiterer Exodus. Ein Exodus von Bauern nunmehr, die also auch noch über Wissen und Können verfügten. Und das Ergebnis auf der anderen Seite waren wiederum Großbauernwirtschaften, nämlich LPGen, wo es an Leuten mangelte, so große landwirtschaftliche Betriebe zu führen. Ergebnis: Verknappung der Lebensmittel, große Tierverluste. Khrushchev hatte damals die Losung ausgegeben, Rinderoffenstelle. Tja, wir hatten nicht die Rinder für die Rinderoffenstelle. Es sind hunderte Rinder erfroren. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die Eltern also wirklich Tränenaugen hatten, als man gesehen hat, also wie diese armen Tiere dann im Winter quasi eingefroren sind. Also, was man falsch machen konnte, hat die SED nicht ausgelassen. Das Ergebnis war, die Älteren werden es wissen, zu jeden Nachrichten kamen die neuen Zahlen aus den Aufnahmelagern in West-Berlin und in der Bundesrepublik, dass Tausende und Abertausende das Land verlassen haben. Für uns Kinder damals, ich war noch ein Kind, war es einfach so, dass man, wenn man morgens in die Schule kam und da fehlte ein Mitschüler links, rechts, wusste man nie, hat er gerade Schnupfen oder kommt er nicht mehr wieder. Oftmals kam er nicht mehr wieder. Wie gesagt, die Gründe waren sehr vielfältig. Auch der ideologische Druck spielte eine große Rolle. Also der Zwang zum Beispiel zur Jugendweihe. Jugendweihe als marxistisches Bekenntnis, marxistisch-atheistisches Bekenntnis. Die Kirchen insbesondere, ich bin katholisch, also die katholische Kirche, war da sehr kompromisslos. Die hat gesagt, ihr habt da nicht mitzumachen. Ja, aber die Eltern standen in der Situation, wer die Jugendweihe nicht nimmt, lief Gefahr, nicht auf die Oberschule zu dürfen. Ja, also packten wiederum viele die Koffer und haben gesagt, ja, wenn wir dieser Pression ausgesetzt sind, dann gehen wir weg. Also es war schon unglaublich, mit welcher Rücksichtslosigkeit hier von Seiten der SED verfahren wurde. Als dann am 13. August die Meldung kam, die Grenze wird geschlossen, war das natürlich für alle ein Schock, aber gewundert hat es ehrlich gesagt niemanden, weil wir wussten, es muss was passieren. Und viele waren durchaus froh,
dass es eine Lösung ohne Krieg gab. Denn auch das stand durchaus im Bereich des Möglichen. Und Sie müssen bedenken, wir hatten damals gerade 15 Jahre Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Gedanke der Elterngeneration und Großelterngeneration war davon stark beeinflusst. Wer hatte die Mauer gebaut? Walter Ulbricht? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, Walter Ulbricht hätte dergleichen nie tun dürfen. Ulbrichts oft zitierter Satz, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, das war ja am 15. Juli, also relativ kurz vor dem Mauerbau, war sicherlich gelogen, aber nicht ganz gelogen. Ulbricht hätte, wie gesagt, eine solche Entscheidung nie treffen können. Die Entscheidung ist in Moskau getroffen. Der damalige KP-Chef Nikita Sergejewitsch Khrushchev wollte Stabilität. Er wollte Stabilität nach den Ereignissen von 1953 und natürlich auch nach den Ereignissen in Ungarn und Polen von 1956. Auch da gab es ja die Volksaufstände. Und insofern haben sich die sogenannten RGW-Staaten zusammengetan und haben gesagt, die Grenzen werden geschlossen. Und sie wurden ja geschlossen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Alles dicht. Dass Walter Ulbricht die Mauer gewollt hat, ich glaube, auch daran gibt es keine Fragen, denn er hatte, so der damalige Deutschland-Experte, Mitglied im persönlichen Beraterstab von Khrushchev, Herr Valentin Michael Falin, der erinnerte sich, und dass also Ulbricht im Frühsommer 61 erklärt hatte, falls die Abwanderung anhält, wird es unmöglich sein, die DDR zu erhalten. Also Ulbricht wollte die Mauer und hat die Mauer bekommen. Und die Anordnung zum Mauerbau, die wurde ihm dann überbracht durch Juri Kwiecinski, der mit dem damaligen Botschafter Perwuchin also dann zu Ulbricht kam und gesagt, die Mauer wird gebaut, Schluss aus. Wie gesagt, hat Ulbricht gern und dankend zur Kenntnis genommen. Wenn man heute mit ehemaligen Genossen redet, also auch mit Hohen redet oder ihre Bücher liest, die meisten sind ja schon tot, dann wundert man sich, keiner will was gewusst haben. Selbst also der damalige Spionagechef der DDR, Markus Wolf, ist ja auch, glaube ich, eine bekannte Figur, selbst der schreibt in seinen Erinnerungen, er hätte im Urlaub auf Rügen vom Mauerbau erfahren. Also ob es stimmt, können wir nicht mehr feststellen, er ist tot. Aber es war schon ein hoher Geheimhaltungsgrad. Und der Mauerbau wurde in starkem Maße auch von der Roten Armee vorbereitet. Auch das muss man wissen, ohne die wäre es ja ohnehin nicht gegangen. Vielleicht noch eine Episode. Das damalige Mitglied des Verteidigungsrates, Politbüromitglied Neumann, schreibt in einem Interview, das mit ihm geführt wurde, wie das also zustande gekommen ist, wie die Blockparteivorsitzenden informiert wurden. Er sagt, wir wurden zum Döllensee eingeladen. Das war quasi Ulbrichts Gästehaus. Zum Döllensee, da gab es Kaffee, dann gab es Abendbrot. Und irgendwann, sagt er, wurde ich vom Volkskammerpräsidenten Dieckmann, das war ein Nationaldemokrat, gefragt, sag mal Neumann, warum sind wir denn eigentlich hier? Da sagte ich, weiß auch nicht. Und dann, sagt er, gegen 12 Uhr, also gegen Mitternacht, kam dann Ulbricht und hat gesagt, also die Grenze wird morgen gesichert. Also sprich, ab 0 Uhr, die Grenze wird gesichert. Sehr euphemistisch, die Grenze wird gesichert angesichts des Mauerbaus. Aber das zeigt auch den Umgang miteinander. Ja, da kommen also die Spitzen der Parteien zusammen und keiner fragt, sag mal, Ulbricht, was machen wir hier eigentlich? Warum sind wir eigentlich hier? Die trinken Kaffee. Wolltest du mit uns Kaffee trinken? Oder hast du Geburtstag? Oder... Und dann irgendwann sagt immer noch keiner was. Bin Mitternacht.
Und dann kommt Ulbricht und sagt, so, ihr seid hier, weil ich euch das sagen will. Also das zeigt, wie man in der DDR letztlich auch auf dieser hohen Ebene miteinander umgegangen ist, was die DDR-Führung, was die Parteiführung von den Blockparteien letztlich gehalten hat. Er hätte sich sparen können, das hätten die dann nächsten Morgen auch in den Nachrichten hören können. Der DDR fehlte letztlich jegliches Rechtsgefühl für das, was sie getan hat. Wenn man mit Genossen redet, Genossen, also SED-Genossen von damals, dann sagen die, ja, alle Länder haben ja Grenzen und alle Länder bewachen ihre Grenzen. Darum geht es doch nicht. Natürlich ist es so, aber in allen Ländern ist es so, dass wenn ich ausreisen will, dann habe ich einen Pass und dann reise ich aus. Und das ist in der DDR nicht so, war es bekannt. Also wer weg wollte, der musste dann eben entweder über diese Mauer weg oder drunter weg. Oder später musste er sich einsperren lassen, um dann von der Bundesrepublik freigekauft zu werden. Es gab da also einschlägige Unrechtsparagraphen, muss man einfach sagen, § 97 Strafgesetzbuch, Weitergabe nicht geheim zu haltender Informationen an Institutionen, deren Tätigkeit gegen die Interessen der DDR gerichtet ist. Das war dieser Paragraph. Und ich hatte einmal, ich bin ja seit 1983 Anwalt gewesen, einer der wenigen christdemokratischen Anwälte. Ich hatte einmal so einen Fall, da wurden zwei junge Leute angeklagt, weil sie an die IGFM, das war die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main, immer gemeldet haben, beim Bäcker bei uns um die Ecke, da stehen jeden Sonnabend, keine Ahnung, 50 Meter Schlange, die Menschen, um Schrippen zu kaufen. Also, was Simpleres kann man nicht melden. Ne? Sie wurden angeklagt wegen eines Verbrechens. 97 war ein Verbrechenstatbestand. Mindeststrafe 2 Jahre Gefängnis. Und ich habe also aus voller Überzeugung Freispruch beantragt. 2 Wochen später kam unser Kollegiumsvorsitzender, wir waren ja als Anwälte in Kollegien zusammengefasst, und sagte zu mir, Walter, was haben Sie sich denn da geleistet? Ich sage, bitte, wie meinen Sie? Sie können doch keinen Freispruch fordern, wenn die Mindeststrafe 2 Jahre ist und der Tatbestand erfüllt ist. Ich sage, hören Sie mal, die haben erzählt, dass da eine Schlange beim Bäcker steht. Ja, sagt er, das geht nicht. Also da kriegen Sie auch noch richtig Ärger. Meine Schlussfolgerung, ich habe nie wieder solche Mandate angenommen. Aber das war die DDR-Wirklichkeit, wie umgegangen wurde mit den Menschen. Später dann, nach der Wende, kam eben dieser Alfred Neumann, dieses Politbüromitglied, zu mir mal ins Büro und sagte, also ich möchte von Ihnen nicht verteidigt werden, das mache ich selber, ich bin angeklagt. Ich habe also das Strafgesetzbuch gelesen und die Strafprozessordnung und wie Weiland Georgi Dimitrov vor dem Reichsgerichtshof, ich werde kämpfen. So, aber sagte, eins würde ich noch gern von Ihnen wissen. Wie kann man mich denn auf Grundlage des DDR-Rechts anklagen? Ich habe gesagt, Herr Neumann, ganz einfach, weil die Anordnung oder das Anbringen von Minenfeldern und von Selbstschussanlagen auch vom DDR-Recht nicht gedeckt waren. Ja? Und sie waren auch von der DDR-Verfassung nicht gedeckt. Da sagte dieser Mann ganz fassungslos, aber die DDR-Verfassung, das waren wir doch. Ich sage, nee. Sie waren Mitglied des Politbüros, aber Sie waren nicht die DDR-Verfassung. Das zeigt, meine Damen und Herren, in welcher Geisteswelt diese Spitzenfunktionäre gelebt haben. L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Übrigens zur Erinnerung, weil wir hier auf bayerischem Grund und Boden stehen, dass die Zusammenkunft Ihres damaligen Ministerpräsidenten Strauß mit Erich Honecker führte dazu, dass an der Grenze zwischen der DDR und Bayern die Selbstschussanlagen und Minenfelder abgebaut wurden. Ja, auch das
ist vielleicht schon in Vergessenheit geraten, übrigens gegen den heftigen Widerstand der Russen. Generaloberst Strelitz, Fritz Strelitz, das war der Sekretär des Verteidigungsrates, musste mehrfach in die Sowjetunion, um dort also zu bitten, dass die Russen dem doch zustimmen mögen. Denn ohne Zustimmung der Roten Armee ging gar nichts. Meine Damen und Herren, wir hatten 500.000 russische Soldaten, ja, auf unserem Territorium. Also kann man sich mal vorstellen, was die DDR durfte und was sie nicht durfte. Es ist Professor Thieler sehr zu danken, dass er diese Mauerstück erworben hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass junge Menschen einmal sehen, Mauer, was für ein Ungeheuer das ist. Ja, es war ja nicht nur die Mauer, es war ja auch, wie gesagt, die anderen Grenzsicherungsanlagen. Aber dass man das mal plastisch sieht, wie Deutschland geteilt wurde. Und ich denke, es ist wichtig, dass ihnen vermittelt wird, durch die Schulen, dass ein solcher Mauerbau, der ein Volk voneinander trennt, dass ein solcher Mauerbau niemals in einem demokratischen Gemeinwesen stattfinden kann. Sowas ist immer Produkt einer Diktatur. Erstaunlich, für mich erstaunlich, wie schön, das sieht man jetzt nicht, ich habe es auf dem Bild gesehen, wie schön man so eine Mauer bemalen kann. Ja, also wie unterschiedlich die Sicht von Osten und Westen auf die Mauer war. Also wenn Sie mal mit Ihren Schülern kommen, sollten Sie unbedingt mal um dieses Element rumgehen. Die andere Seite, die haben wir gesehen. Zu schön, um wahr zu sein. Ich war vor einiger Zeit in Kasachstan und war dort in einem Lager, einem ehemaligen Lager, wo also auch sehr viele Deutsche ums Leben gekommen sind. Das war so ein Gulag-Lager. Und aus diesem, es gibt da also eine lange, lange Mauer mit Namen der dort Gestorbenen, sehr viele deutsche Namen darunter. Und von da sind wir dann in ein Restaurant essen. Und es war ein Restaurant, in dem man in KGB-Zellen essen konnte. Ich fand das nicht gut. Ich finde es nicht gut. Ich denke, der Schrecken solcher Sachen. Und auch das Schicksal der Menschen, die dort drin waren, das muss geachtet werden. Und deswegen, wie gesagt, das ist die Westsicht. Das andere ist die Ostsicht. Nach dem Mauerbau konnte sich die DDR etwas mehr konsolidieren. Wir haben seit Ulbricht hat es versucht mit einem eigenen Weg, mit ein bisschen eigenem Weg, ein bisschen kapitalistischen Weg in den End-60er Jahren. Das hat ihm dann auch das Genick gebrochen. Brezhnev war dann an der Macht und Brezhnev hat dann Ulbricht das Vertrauen entzogen und Honecker das Vertrauen geschenkt. Wir haben dann einen Weg des Konsums, eines bescheidenen Konsums erlebt. Es war ein bescheidener Konsum, aber es war zu viel Konsum. Ja, die Verhältnisse zwischen Konsumption und Akkumulation, die wurden von Honecker und seinem Wirtschaftsexperten Mittag nicht beachtet. Das führte die DDR in ein zunehmendes Schuldenproblem und letztlich dazu, dass die DDR dann Ende der 80er Jahre bewegungsunfähig war, sie war pleite. Das muss man sagen, trotz aller Anstrengungen und trotz aller Leistungen, die von den, ich nehme mal das alte Wort, von den Werktätigen erbracht worden sind. Ja, und die Werktätigen in der DDR waren und sind stolz, was sie mit den Mitteln, die sie hatten, letztlich geschaffen haben. Und das muss man auch immer wieder sagen und immer wieder hochachten. Die SED stützte sich auf die sogenannte wissenschaftliche Weltanschauung. Also die Behauptung, wir haben die Wahrheit, wir sind die Sieger der Geschichte. Das ist etwas sehr Bestechendes. Wenn man das also von Kind auf erfährt, wir wissen aus dem dialektischen und historischen Materialismus,
marxistischer Prägung natürlich, wissen wir, welchen Weg die Gesellschaft zu nehmen hat. Ganz objektiv, die geht diesen Weg. Und wer sich diesem Weg entgegensteht, ist ein Feind, ist ein Reaktionär. So einfach war der Gedankengang. Diese wissenschaftliche Weltanschauung hat die elementare Sittlichkeit erheblich zerstört. Also die in allen Kulturen vorhandenen Regeln der zwischenmenschlichen Beziehungen. Von Lenin stammt der Satz, wir sagen, dass unsere Sittlichkeit völlig den Interessen des proletarischen Klassenkampfes untergeordnet ist. Einige von Ihnen kennen sicherlich, die Älteren bestimmt, das Lied der Partei. Die Partei, die hat immer Recht. Und Genossen, es bleibe dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. Das war die besungene Rechtfertigung für die SED-Führung und für ihr Handeln. Wir müssen mal sehen, dass sich die DDR-Bürger damit immer auseinanderzusetzen hatten. Wenn man was gesagt hat, dagegen sagt, du bist ja wissenschaftlich völlig falsch. Ja? Wir wissen doch, wo es lang geht. Und das, was du willst, das geht bergab, das geht nicht bergauf. Also weg mit dir. Von einer derartigen wissenschaftlichen Weltanschauung, die stets das freie Denken in Ketten legt, ist nur zu warnen. Wir Deutschen sind meiner Meinung nach besonders gefährdet und anfällig, uns von Ideologien beeinflussen zu lassen. Wahrscheinlich, weil wir gerne hehre Ziele verfolgen. Trotz aller Propaganda und einem wirklich wachsenden Konsum ist es der SED nie gelungen, die Masse der Bevölkerung hinter sich zu bringen. Die SED nicht und den sozialistischen Nachbarstaaten genauso wenig. Einen erheblichen Anteil daran hatte die nicht funktionierende Planwirtschaft. Sie konnte nicht funktionieren. Sie können nicht eine ganze Wirtschaft planen. Sie schaffen sich einen bürokratischen Wasserkopf, der überhaupt unflexibel ist, auf irgendwas zu reagieren. Die Produktivität war dementsprechend gering. Und ich sage, dass diejenigen, die Honecker stürzen und durch einen anderen, durch Krenz ersetzen wollten, das war ja immer so eine Rede, Honecker weg und Krenz, das ist ein junger Mann, Krenz macht. Okay, Honecker weg, gerne. Aber auch ein Krenz hätte die DDR im Verbund, in dem sie war, mit den anderen sozialistischen Ländern wirtschaftlich nicht retten können. Niemand konnte das. Glasnost und Perestroika wurde ja viel geredet. Wir brauchen Glasnost, wir brauchen Perestroika. Alles schön, wäre prima gewesen. Aber es hätte uns auch nicht geholfen. Wir haben uns in wissenschaftlich-technischer Hinsicht so weit vom Westen entfernt, ja, dass wir nicht mehr damit rechnen konnten, den Westen jemals einzuholen. Von Mitte der 80er Jahre an gab es dann zunehmend Widerstand. Richtigen Widerstand, Sie kennen das vielleicht alle noch, gegen die DDR-Führung, um bei der Wahrheit zu bleiben. Wir haben nicht unter der Knute des Tyrannen täglich gestöhnt. Und es wurde auch nicht auf den Moment gewartet, endlich sie abschütteln zu können. Wir hatten 2,2 Millionen SED-Genossen. Und viele hatten sich in anderer Weise arrangiert. 90% der Jugendlichen waren Mitglied der FDJ, der Pioniere. Auch 90% haben die Jugendweihe dann genommen. Sie haben es nicht ernst genommen. Das war mehr oder weniger so, naja, das macht man, das hat man eben und ist gut. Ne? Aber es war eben so. Die Bevölkerung war sich einig gegen das Politbüro und gegen den Repressionsapparat. Aber sie war sich nicht ebenso einig für etwas Bestimmtes. Richard Schröder, das war der SPD-Fraktionsvorsitzende in der letzten Volkskammer, ein großartiger Mann, ein Theologe, der sprach immer von der Revolution ohne Kopf und ohne Programm, die ausgelöst war einfach durch das massenhafte Weglaufen. Sie kennen
sich erinnern sicherlich an diese Bilder in der Botschaft vom Bundesdeutschen Botschaft in Prag und so weiter. Es war einfach der totale Zusammenbruch. Und die DDR-Führung war nicht mehr in der Lage, das aufzuhalten. Das muss man sagen. Also der klassische Fall, wie Lenin es beschrieben hat, Revolution funktioniert nicht nur, wenn die Unterdrückten nicht mehr unterdrückt werden wollen. Damit eine Revolution gelingt, muss es der Führung unmöglich sein, ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Beides war in der DDR zu diesem Zeitpunkt gegeben. Wir haben dann etwas erlebt, was man, glaube ich, wirklich gar nicht vermitteln kann. Dieser starke Apparat war plötzlich nichts mehr. Ich erinnere mich an die Absetzung von Gerald Götting. Das war der Vorsitzende der CDU in der DDR. Und es hieß immer, ich bin der Herr dein Götting. Ja. Und dann kamen plötzlich ein paar Mitglieder zu Götting und haben gesagt, Götting, du bist abgesetzt, geh nach Hause. Und Götting nahm seine Tasche und ging nach Hause. Ja. Es gab in der Zeit nach dem 9. November, also diesem berühmten Tag der Maueröffnung, durchaus die Gefahr, dass alles noch scheitern konnte. Polizei, Armee, Justiz waren faktisch nicht mehr vorhanden. Die Bürger haben die Institutionen nicht mehr akzeptiert. Sie haben gesagt, also ihr seid alle entweder alte SED-Schergen oder ihr seid Stasi-belastet, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Also es war ein Staat, der sich nicht mehr auf die Instanzen stützen konnte. Und in dieser Situation mussten wir Entscheidungen treffen. Und es gab drei Richtungen. Also die Kommunisten, die wollten restaurieren. Die wollten also einen, wie auch immer geartet, anderen, besseren Sozialismus. Es gab die Bürgerbewegung. Die Bürgerbewegung war durchaus nicht pro-westlich. Die Bürgerbewegung wollte einen neuen Staat schaffen. Kein Anschluss an Westen, kein Gedanke. Sie sind in den Wahlkampf gezogen am 19. März 1990 mit dem Slogan Artikel 23, kein Anschluss unter dieser Nummer. Das war die Bürgerbewegung. Und dann gab es die sogenannte Allianz für Deutschland. Das waren die Christdemokraten, das war die DSU, quasi die neu gebildete CSU in der DDR. Und das war der demokratische Aufbruch. Das war die Partei von Frau Merkel. Wir waren in der Allianz für Deutschland zusammengeschlossen und wir haben gesagt, Anschluss. Anschluss, möglichst schneller Anschluss an die Bundesrepublik, Artikel 23. Und mit diesem erklärten Ziel sind wir in die Wahlen gegangen 1990. Und es wurde uns vorausgesagt, ihr kriegt eine Riesenklatsche. Auf unsere Wahlplakaten wurde überklebt, Bauernhand in Junkerland, Allianz für Deutschland. Oder die Reichen müssen noch reicher werden, Allianz für Deutschland. Das hat man an unsere Plakate geklebt, hat nichts geholfen. Wir haben die Wahl entgegen aller Prognosen gewonnen. Und wir haben die Bürger nicht enttäuscht. Wir haben den Anschluss gesucht und haben ihn forciert und haben ihn dann, wie Sie alle wissen, am 3. Oktober vollzogen, 1990 vollzogen. Und zwar Anschluss nach Artikel 23 in Verbindung mit staatsvertraglichen Regelungen, mit diesem allgemein bekannten Einigungsvertrag Teil 1 und Teil 2. Es gab dabei durchaus also heftige Auseinandersetzungen. Ich denke mal so drei Sachen. Das war einmal der Umtausch. DDR in Westmark, nicht? Da waren viele natürlich betrübt, die haben die Hälfte verloren, dass sie letztlich einen sehr guten Tausch hatten. Das interessiert nicht, wenn man die Hälfte des Geldes verliert und überall sind sie rumgelaufen, kannst du noch 10.000 für mich umtauschen, kannst du noch, weil sie wissen, es war eine Grenze, 40.000
Mehr konnte nicht eins zu eins, glaube ich, umgetauscht werden. Die Frage des Schwangerschaftsabbruchs. In der DDR konnten Frauen bestimmen, konnten sagen, ja, wir wollen Schwangerschaftsabbruch, und dann war das so. Das wollten die DDR-Frauen erhalten haben, erhalten wissen. Frage des Eigentums. Ja, Sie wissen, die Westgrundstücke, ja, viele hatten sich eingerichtet, Sie müssen sich vorstellen, über diese lange Zeit, das war ihres, da haben sie gewohnt, da haben sie ihre Kinder bekommen. Und jetzt auf einmal kamen plötzlich die Westler über den Zaun und gesagt, unser, packt mal schon. Das war eine aufgewühlte Stimmung. Ja, ich bin einmal in einer solchen Veranstaltung, musste ich also mit Herrn Diesel dann unter der Zeltplan durchklettern, damit wir nicht verhauen wurden. Ja, da haben uns die Personenschützer haben uns gerade noch so geschafft, vor dem Volkszorn zu schützen. Und dann sind wir unter der Zeltplane durch und abgehauen. Ich habe mal in einer großen Halle gestanden, von wütenden Menschen, alles Leute, die Angst hatten um ihre Grundstücke. Ja, ich hatte gedacht, ob ich hier lebend rauskomme, keine Ahnung. Wie gesagt, es gab Polizei, war Makulatur, Justiz, ja, mein Fall, aber wer hätte mir auch nichts geholfen, wenn ich tot wäre. Und Staatsanwaltschaft das Gleiche. Also es war eine schwierige Situation. Eine schwierige Situation, meine Damen und Herren. Wir haben aber, ich glaube, die Interessen der Menschen würdig und richtig vertreten. Und es war oftmals gruselig, sehr gruselig. Und ich bin wirklich Gott dankbar, dass dieses große Werk dann doch unblutig und ich glaube für die Mehrheit zum Guten abgeschlossen werden konnte. Vielen Dank.